So, heute geht's weiter hier am Dach. Wir müssen ja hier vorne noch neue Spanen einsetzen. Und dazu nehmen wir jetzt erstmal komplett bis zu ein komplettes Spanfeld die Dachziegel runter. Haben wir noch so ein paar Rutschen gebaut, die stehen jetzt da hinten. Und dann können wir die Ziegel, die noch ganz sind, alle gleich wegstapeln. Oh, mal ran ans Werk. Wir machen da oben alles kaputt. Ja. Wie das staubt. Hier untermauere ich noch, dann einmal komplett bis rüber und setze uns hier den neuen auf. Und dann können wir hier vor den neuen Span setzen. Heute ist Sonntag und wir haben ganz viel tatkräftige Unterstützung in Form meiner Schwester und ihrer Familie bekommen. Aber ich bin deswegen auch überhaupt gar nicht zum Film gekommen. Deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal, was wir alles geschafft haben. There is a life I lead. City, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Hier sind die ganzen Schornsteinelemente, die neuen. So sieht dann der ganz neue Schornstein aus. Die haben wir jetzt schon reingestapelt. Hier unten ist noch die Platte dazu. Ich kann euch sagen, das war eine ganz schöne Buckelei. Die Dinger sind nämlich viel schwerer als die Porotonsteine. Das wird noch spannend, die dann in die zweite und dritte Etage hoch zu befördern. Ich werde mich jetzt mit einer Säge bewaffnet nach vorne begeben. Am Montag kommt nämlich der neue Stromkasten, der vorne an die Straße gesetzt wird oder beziehungsweise an unsere Grundstücksgrenze. Und da ist jetzt aber momentan noch Hecke, die muss ich leider wegnehmen. Das ist ganz toll zum Wegmachen. Es ist nämlich Weißdorn und Holunder und ich glaube sogar eine kleine Johannisbeere. Also ein buntes Durcheinander. Da werde ich mich jetzt mal dran machen, mal gucken, wie weit ich da mit der Handsäge durchkomme. Aber die sind alle nicht so. Nicht so dicke Strünke, dass man da jetzt nicht durchkommen sollte. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung best believe. The other ring on my wrist is gold. Pairing with the light. So, hier ist jetzt erstmal frei. Der Zaun hier muss noch weg.
Und hier hinten ist noch ganz viel alter Lattenzaun, der schon ganz marode ist. Ich habe jetzt hier den einen wegmachen müssen. Der hier wird bleiben. Und ich werde jetzt über den Winter dieses ganze verdichtete Zeug, was auch gar nicht mehr grünt, sieht man das? Das ist alles so ein Dickicht. Da kommt man gar nicht mehr so richtig durch und da wächst auch gar nicht mehr groß was drin. Das werde ich noch auslichten, sage ich mal. Und vielleicht auch hier oben noch mal ein bisschen kürzen, dass man gut rankommt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier mal den Boden hinten im Stall auszugleichen. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber hier ist ein mächtiges Gefälle nach hier runter. Also das ist bestimmt so ein Unterschied. Und es liegt zum einen daran, dass hier diese Wand sich so ein bisschen absackt, aber hier unten müssen auch einige Mäuse oder wahrscheinlich eher Rattengänge sein. Und jetzt werde ich mal diese Steine hier aufheben und werde gucken, was für ein Schreck mich da drunter erwartet und werde dann ein bisschen Füllmaterial holen. Hier unten liegt noch so ein bisschen Zeug, werde mal gucken, was ich so finde, was ich erstmal provisorisch hier reinmachen kann. Dann packe ich die Steine wieder hier rein und dann wollte ich nämlich diesen Kaninchenstall, der hier steht, der hier so mittendrin steht, den wollte ich hier an die Wand reinmachen und generell mal ein bisschen gucken, dass hier vielleicht mal dieses Chaos, was hier noch gerade da ist, also die ganzen Geräte hier, die standen vorher hier dran, deswegen sind die jetzt gerade alle auf einem Haufen. Aber so ein gewisses Chaos ist hier schon nicht zu verneinen. Und deshalb werde ich mal gucken, ob ich diese Ecke hier zumindest ein bisschen sortiert kriege. Fertig, zumindest das Umstellen. Mir hier nochmal das völlige Ausmaß des Chaos. Hier die Ecke habe ich jetzt fertig gepflastert, würde ich jetzt fast nicht dazu sagen. hier vorne werde ich dann mal so nach und nach rüberarbeiten noch. Hier vorne ist noch so ein Loch, was ich jetzt nochmal füllen wollte, denn hier stolpert man tatsächlich gerne mal und dass einfach die Gefahrenquelle weg ist. Und dann, wie man sieht, sind noch einige Steine übrig. Werde ich hier das Loch wahrscheinlich noch zumachen. Ich bin hinten jetzt tatsächlich, ich glaube, so ein Stück tatsächlich höher gekommen. Ein bisschen habe ich mit der Wasserwaage gearbeitet, aber natürlich jetzt nicht. Das ist ja hier auch jetzt wirklich bloß so eine temporäre Geschichte, damit es da hinten nicht so stark ins Gefälle geht und ich dann halt auch ein bisschen was hinstellen kann. Und dann gucke ich mal weiter, wie ich hier weiter verfahre. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das hier alles frei kriegen soll. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. So, fertig. Jetzt fehlt nur noch dieses Loch. Ich werde mich derweil weiter um dieses Chaos hier kümmern. Chaosbeseitigung ist ja hier sowieso immer meine Aufgabe. Ich denke, ich werde jetzt erstmal hier anfangen, das hier alles abzuräumen. Dann mal alles, was wir an Gartentöpfen haben, zu holen. Das sind ja alles hauptsächlich Plastiktöpfe. Und werde das mal alles hier so aufstapeln. Ich habe mir hier die Tür so ein bisschen als Blockade hingemacht, dass nicht alles hier so gegen den Kaninchenstall kippt. Der erste Schwung Gartenzeug ist jetzt schon mal hier. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen durchwühlen müssen. Hier unten war noch ganz viel Gartenzeug. Ich werde mal noch gucken, was ich da noch alles drin finde. Jetzt heißt es so ein bisschen Tetris spielen. Ich werde wahrscheinlich jetzt
die ganzen Stangen und das Netz und so weiter vielleicht mal rausnehmen. Ja, also ich bin irgendwie noch so ein bisschen ratlos, in welcher Reihenfolge ich hier was machen soll. Es sind teilweise echt sehr sperrige Sachen auch mit drin. Und viele Sachen, die vielleicht doch irgendwie mal noch in den Müll sollen. Mal gucken. Ich habe mir jetzt hier mal wieder Platz gemacht. Hier vorne ist ja von dem alten Schweinstall, da, also hier war ja alles zu und da war die Schweinebuchte drin. Und da war der Boden ein bisschen höher noch und da sieht man mal, wie hoch hier die Kante ist, beziehungsweise das, was ich gestern gesetzt hatte, da sieht man auch die Kante. Und jetzt werde ich mal diesen Bereich hier noch aufnehmen und werde das auf die entsprechende Höhe bringen, dass das hier alles wieder eine gerade Fläche ist und dass man hier wieder langlaufen kann, ohne dass man sich wie so ein angetrunkener Seemann auf Landgang fühlt. Jetzt ist der Boden erstmal soweit fertig. Jetzt werde ich noch hier wie so eine Wand einziehen. Ich werde wahrscheinlich hier diese alte Tür nehmen, die aus dem Hühnerstall war. Werde ich hier wahrscheinlich ranstellen und wahrscheinlich noch irgendwie festschrauben oder irgendwas. Und dann kann ich nämlich da zum Beispiel hier die Stiele oder irgendwas sowas ranstellen, dass diese Ecke, die da hinten ist, dass die langsam mal wieder frei wird. Denn man sieht es ja da hinten an den tollen Rissen, dass da noch eine Menge saniert werden muss. Und falls Uwe mal den Wunsch verspürt, das zu tun oder mal wieder ein bisschen Mörtel übrig hat, wäre das eben ganz gut, wenn da hinten die Ecke mal frei wäre. Wie ich das Ganze da hinten frei kriege, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt hier gerade so ein bisschen wie Tetris. Ja, ihr seht, es ist noch eine ganze Menge zu tun hier in diesem Raum. Aber ich denke mal, wenn das ein bisschen besser gestapelt ist und ein bisschen besser irgendwo reingestellt, dass es dann schon mal ein bisschen einfacher wird. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was will sie denn jetzt mit dem Gewächshaus im Winter? Und ja, das hat den Hintergrund. Hier ist die sonnigste Stelle in den ganzen Beeten hier. Und ich würde das gerne mal ausprobieren, hier auch im Winter noch ein paar Salate zu sehen. Wintersalatsorten natürlich dann. Aber mal zu schauen, ob das wirklich funktioniert, dass man hier so ein bisschen in geschützter Lage mit Folie drüber, dass man da noch ein bisschen was ernten kann im Winter. Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, einmal für einmal. Aber ich glaube, so den ganzen Bereich habe ich, glaube ich, jetzt geschafft. Ich hätte auch noch ein bisschen weitermachen, denn der Container wird schon nicht ewig bei uns bleiben. Viel voller ist er schon. Sieht voller aus als er ist. Ich muss nämlich erstmal alles nach hinten schieben, denn wir können ja hier nicht reingehen. So, wie man sieht, haben wir total viel weggeschafft. Gefühlt nicht.
vorne haben wir immerhin so einen Meter von dem größeren Haufen weggemacht. Das hier drunter ist ja hauptsächlich Lehm mit Stroh, Holz, so noch zu kleinern. Und ja, den Haufen werden wir auf jeden Fall noch im Container versenken. Da vorne der ganze Kram ist mit Armierung drin. Das heißt, wir können das nicht in den Container jetzt reinpacken, den wir jetzt gerade befüllen, weil da bloß Ziegel, Ton und Beton und Putz und sowas rein kann, aber keine Armierung. So, was sagen wir jetzt? Keine Ahnung. Ja, ne, wie ihr jetzt schon gesehen habt, wir haben jetzt tatsächlich mit dem Dach angefangen und haben da einiges zu sanieren. Sanieren, ja. Hm. Also wir müssen da wirklich an jeden Span ran und jeden Span aufdoppeln und Balkenköpfe noch ein paar tauschen. Aber wir haben jetzt zum Glück Hilfe von einem guten Dachdecker. Ja. Und da geht es dann jetzt so Stück für Stück vorwärts. Ja, und ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, Schutt wegzuräumen und Sachen aufzuräumen. Genau, oder helfen, Ziegel einstapeln. Und ja, wegräumen halt. Genau, ja, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen. Wegstapeln ist so ein netteres Wort für aufräumen. Aufräumen, genau. Genau. Hoffen wir mal, dass die Woche weiterhin sich das Wetter hält, ja. Laut Wetterbericht. Soll es noch bis zum Sonntag gut sein und dann wieder Regen. Wieder Regen. Ja. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, die Stromleitung kommt jetzt auch endlich. Die sind schon seit 2 Tagen draußen am Baggern. Ja, ist alles voll gewühlt. Ist alles aufgewühlt. Können wir ja nachher mal, wenn alle weg sind, mal. Genau. Und der Nachbar hat schon gefragt, ob die das jetzt gerade nur wegen uns alles aufbuddeln. So, genau. Nee, aber die legen da jetzt gleich auf die andere Straßenseite halt mehrere Knotenpunkte und deswegen dauert das jetzt halt 3 Tage lang. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch so lange mit der Genehmigung gedauert haben, genau. Weil die uns da gleich. Naja. Na gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und genau, morgen heute geht's mal ein bisschen wieder richtig arbeiten. Nicht am Haus. Ja, heute kam noch eine nette Lieferung. Und zwar bin ich hier gerade schon am Umstapeln. Die ganzen Dachziegel sind nämlich schon angekommen. Die stehen jetzt aber leider draußen direkt auf dem Gemeindegrundstück. Und ich muss jetzt alle einzeln hier rüber tragen mit der Schubkarre. Na los, ran ans Werk. Paket. 25 Kilo so ein Paket. Das waren jetzt insgesamt 2,5 Tonnen ungefähr an Ziegeln, die ich jetzt mit der Schubkarre hier reingewuchtet habe. Ja, so. Ich bin jetzt mal an meiner Stelle an der Wand, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe. Und zwar muss ich ja jetzt die Giebelwand noch zu Ende fertig mauern. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die Porotonsteine schräg schneiden kann, aber mein Flexblatt reicht leider nicht so tief, dass ich die 24er Steine durchgeschnitten kriege. Und das funktioniert gar nicht. Einen habe ich jetzt hingekriegt. Ich werde dann wahrscheinlich wirklich alles, jede Stufe dann einzeln mauern und Ziegelsteine haben wir noch genug, so dass ich dann auf die entsprechende Höhe komme. Wir haben ja im innen drin jetzt das Giebeldreieck schon fertig, das neue. Da kommt dann von innen wieder ein schönes Sichtfachwerk ran und das Ganze statisch steht jetzt erstmal so, wie es sein soll, so dass wir mit dem Dach jetzt weitermachen können. Naja, jetzt ist halt nur noch die Sache, das wird ein bisschen dauern, hier das alles anzumauern und halt glatt zu ziehen. Aber ist halt so. Ja, also drückt uns mal die Daumen, dass das Wetter mitspielt, weiterhin einigermaßen. Nächste Woche soll es ja, glaube ich, wieder regnen und kälter werden. Ja, leider. Aber hoffen wir einfach mal, dass der November kein Dauerregenmonat wird. Genau. Bis nächste Woche und ganz besonders liebe Grüße an all die Verrückten, die unser Video schon um 7 Uhr morgens gucken. Ja, ganz genau. Guten Appetit und lasst euch euren Kaffee schmecken.